Hallo, meine Lieben, ich grüße euch wieder zur neuen Tagesbotschaft. Wir schauen, welche Energien sich zeigen möchten. Was wird aktuell fürs Kollektiv wichtig? Du bedenkst bitte, es ist eine allgemeine Legung, das heißt, die Karten müssen nicht mit dir in Resonanz gehen. Ja, und es ist eine zeitlose Legung, das heißt, je nachdem, wann du das Video findest, könnte es wichtige Informationen enthalten. Jetzt ist hier schon eine Karte rausgesprungen, die lassen wir auch, die wollte sich zeigen. Und dann schauen wir doch jetzt mal, welche Karten noch wichtig werden. So, okay, die nehmen wir erstmal. Die rausgefallen ist erstmal der Stern. Das ist eine sehr positive Karte. Es ist einer der drei Schutzkarten aus dem Tarot. Als zweite Karte ist rausgesprungen die 10 der Stäbe. Dann haben wir hier den Mond. Hier haben wir die 8 der Schwerter. Hier haben wir die 9 der Scheiben. Das ist doch mal eine schöne Kombination. Und jetzt gucken wir noch, welche Karte sich an der Unterseite des Decks versteckt hat. Da haben wir, ach Gott sei Dank, den Hierophanten. Also, ihr Lieben, solltet ihr euch in einer momentan sehr ängstlichen und ja, in einer überlasteten Energie befinden, in der ihr euch wirklich nach Heilung, nach Ruhe sehnt, und auf der anderen Seite aber auch wieder nach Optimismus. Also ihr seid momentan so ein bisschen hin und her gerissen zwischen dem, man braucht Ruhe, man will sich zurückziehen und man fühlt sich gefangen. Und dann auf der anderen Seite will man wieder so in dieses Leben rein. Ne? Man möchte leben, man möchte frei sein, man möchte positiv wieder sein können, das Schöne am Leben sehen, den Sinn des Lebens mit dem Hierophanten auch. Ne? Und was mir gut gefällt, ist, dass hier als erstes schon mal der Stern rausgefallen ist. Wie gesagt, der Stern ist einer der drei Schutzkarten im Tarot. Der Stern steht für Zukunftsvisionen, für Möglichkeiten, die sich auftun. Alles das, was unter dem Stern sich zeigt, steht an sich auch unter einem guten Stern. Oder je nachdem, wann der Stern fällt, auf welche Frage. Und mit den 10 der Stäben, dem Mond und den 8 der Schwertern ist man hier, wenn du in der Reisegruppe bist, bist du entweder wirklich momentan in einer sehr angstvollen Energie, in einer sehr überlastenden Energie. Es kann auch hier sein, die 10 der Stäbe, ich weiß nicht, ob es in der Wochenenergie hatte oder irgendwo, hatte ich das auch schon angesprochen, Thema Rücken. Ne? Also auch auf der gesundheitlichen Ebene, man möchte hier in die Heilung gehen. Und es geht hier um die Lasten, die man trägt, die Lasten, die einem aufgeladen wurden oder die man sich selbst aufgeladen hat, die aber eigentlich gar nicht alle die eigenen Lasten sind. Der Mond steht für tiefe Ängste, aber auch für Verborgenes, für Geheimnisse, für die Psyche, für die Emotion. Und mit den 8 der Schwertern kann es sein, dass du dich momentan in einer Situation extrem gefangen fühlst, wo du vielleicht selber noch nicht mal genau weißt, warum, aber du bist einfach überfordert. Das kann die Psyche sein, das können, wie gesagt, verborgene Ängste sein oder Ängste, die sich jetzt wieder zeigen und hochkommen. Es geht hier um Überforderung. Du hast das Gefühl, irgendwie alles alleine tragen zu müssen. Das Schöne ist mit dem Stern, mit den 9 der Scheiben, die 9 der Münzen und hier dem Hierophanten, haben wir eigentlich wirklich einen guten Ausgleich zu dieser Energie. Das bedeutet, wenn du für dich weißt oder herausfindest, wo hemmst du dich selbst, wo kommen diese verborgenen Ängste her oder was sind deine Ängste, die hier meines Erachtens nach mit einer großen Überlastung zusammenhängen, weil man das Gefühl hat, Lasten tragen zu müssen, um vielleicht angesehen zu sein, weil man es immer gemacht hat, ne? Also auch eine gewisse Stärke symbolisieren möchte. Wenn man weiß, womit das innere Gefängnis, diese inneren Hemmungen, diese inneren Ängste zusammenhängen, dann hat man hier heute die Möglichkeit, in eine gute Heilung zu kommen. Oder ihr kommt heute eben dahinter, womit diese Themen hier halt auch wirklich zusammenhängen könnten. Das kann jetzt Unterstützung von außen sein, das kann aber selber auch eine Eingebung sein. Auf jeden Fall mit dem Hierophanten und dem Stern und den 9 der Münzen könnte es heute gut möglich sein, dass du aus dieser sehr ängstlichen und belastenden Energie rauskommst. Na? So, ich lasse jetzt hier mal noch
Ach nee, wir nehmen erstmal hier das After-Tarot. Das würde mich jetzt mal noch interessieren, welche Karten hier noch wichtig werden für den heutigen Tag. Da haben wir hier die Fünf der Stäbe. Die Fünf der Stäbe ist an sich eine Wettkampfsituation, ne? Das ist jetzt nicht unbedingt eine Kampfsituation, also nicht unbedingt im aggressiven oder schwerwiegenden Sinne, sondern es ist eher so eine Wettkampfsituation. Und wir sehen ja hier fünf Personen. Eine steht hier in der Mitte, die anderen sitzen. Und ich habe so den Eindruck, dass man hier einen Wettkampf aufgibt. Ja, also man will nicht mehr vielleicht zu dem Besseren oder Schnelleren oder, ne, also dieser Vergleich hört ja auf. Das kannst jetzt du sein oder jemand anderes zieht sich aus einer Wettkampfsituation. Ne? Das könnte jetzt auch in Form von vielleicht Auswahlverfahren sein, beruflich wie auch immer oder Liebessituation. Man gibt einen Wettkampf auf. Man sagt sich, nö, mit den Neun der Münzen oder Neun der Scheiben, ich habe es nicht nötig, mich zu vergleichen. Ne? Es kann also gut sein, dass du dich hier aus einer Situation herausziehst, weil du dir sagst, nee, brauche ich nicht mehr, will ich nicht mehr. Ne? Wir schauen mal weiter, welche Energien werden hier noch wichtig. Und das Gericht, das sehr schön. Die Erlösung, die Auferstehung, der Stirb- und Werdeprozess, die Heilungsenergie. Ne? Pluto ist die Transformation. Und an der Unterseite haben wir interessanterweise den Teufel. Und hier wieder den Stern. Ich nehme das mal noch mit dazu. Ich habe den Eindruck, das ist wichtig. Der Teufel im Tarot, was kommt danach? Im normalen Tarot haben diese zwei Personen hier, liegen noch nicht, sage ich jetzt mal, aufeinander. Ich decke es mal zu. Man ist hier im Tarot, was kommt danach? Könnte es sein, dass man mit dem Gericht und den Fünf der Stäben sich einer Schattenseite bewusst wird? Es kann sein, dass hier nochmal alte Themen ans Licht gekommen sind, dass man vielleicht wieder in alte Muster verfallen ist. Und mit dem Gericht geht es hier um eine Heilung und Auferstehung, um eine Transformation. Und hier nochmal den Stern. Also ich habe den Eindruck, dass heute hier wirklich es sehr gut möglich sein kann, dass ihr aus euch selbst gefangenen Situationen, alten Verhaltensmustern, euch heute hier befreien könnt. Wie gesagt, das kann durch Unterstützung von außen sein oder weil euch selbst etwas bewusst wird. Ich lasse jetzt hier mal noch zwei, drei Lenormand-Karten springen. Welche Energien werden hier noch wichtig? Da haben wir hier den Neubeginn. Es könnten aber auch innere Kindanteile nochmal sein, ne? Weil der Mond steht für mich auch für innere Kindanteile. Hier haben wir die Schlange. Transformation, Heilung. Ne? Ich transformiere mich, ich lege eine alte Haut ab, um in die Heilung zu kommen, um neu aufzuerstehen. So, und das ist jetzt wieder richtig heftig, weil das Herz fällt momentan ganz häufig. Wir haben hier wieder die Sterne, Klarheit. Dann haben wir hier das Herz, Thema Liebe oder Herzensangelegenheiten und die Sonne. Also es kann wirklich gut möglich sein. Also es sind erstmal hier wirklich zwei wundervolle Karten, auch aus oder. Alles wundervolle Karten, aber Sonne und Sterne steht immer für Erfolg, für Gewinne, für Heilung, für Klarheit. Ne? Also man sieht etwas klarer. Und an der Unterseite, guckt mal, haben wir hier den Fuchs interessanterweise. Ne? Entweder kommt dir heute wirklich irgendetwas oder irgendjemand auf die Schliche. Na, hier haben wir wieder das Geheimnis, was ich hier oben auch schon mit dem Mond sagte. Irgendetwas kommt hier ans Licht, ihr kommt hinter irgendetwas, was euch eventuell selbst belastet hat. Und ihr findet heute eine Lösung. Ihr findet eine Lösung für eine Situation, in der ihr euch gefangen gefühlt habt, alleine gefühlt habt, sehr ängstlich gefühlt habt. So ein Teufelskreislauf. Ich habe das Gefühl, es könnte heute so ein Teufelskreislauf mit falschen Ängsten, mit alten Ängsten aufgelöst werden. Hier kommt Klarheit rein, hier kommt Erfolg rein. Dreimal der Stern. Dreimal, ihr Süßen. Ne? Also das heute ist ja eine wahnsinnige Transformation dahinter. Und mit dem Hierophanten ist es für mich auch, dass man den Sinn hinter einer Situation erkennt. Also warum hat sich das jetzt eventuell nochmal aufgezeigt? Na, wo konntet ihr hier dann transformieren und wachsen? Ne?
Sicherlich auch mit dem Thema Selbstwert und Selbstliebe oder es geht um Liebesangelegenheiten, das wäre auch eine Möglichkeit, ne? Aber auf jeden Fall geht es hier ganz viel wirklich darum, alte Themen in die Erlösung zu bringen, aus alten Mustern rauszuspringen. So, und jetzt sind mir hier nochmal diese Engelkarten in die Hände gefallen. Die nehmen wir jetzt nochmal. Welcher Engel? Na, Pomme. So, da haben wir hier die Geduld, ne? Also auch Geduld mit euch selber zu haben. Oder ihr hattet jetzt lange in einer Situation Geduld und jetzt kommt ihr hier wirklich in diese Klarheit. An der Unterseite haben wir hier die Träume. Passend auch zu dem Mond, steht ja auch für die Nacht, steht für die Träume. Hier haben wir wieder den Mond drauf. Ne? Und mit dreimal dem Stern ist ja auch das, was ich vorhin sagte, es geht auch um Zukunftsvisionen. Wo wollt ihr noch hin? Und auch da könntet ihr heute erkennen, wo ihr euch vielleicht selbst manipuliert und beeinflusst habt, wo ihr euch selbst gefangen gehalten habt. Und es kann wirklich sein, dass man hier eine Lösung findet hinter eine undurchsichtige oder bisher geheimnisvolle Energie kommt. Irgendetwas wird klar, etwas wird sichtbar, etwas lüftet sich. Und ja, okay, ihr Lieben, jetzt wiederhole ich mich. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Ich wünsche euch einen zauberhaften Tag. Für all diejenigen, die Heilung brauchen, wünsche ich ganz viel Heilung. Ja, und dann hoffentlich bis bald. Eure Helene.